Das Halschakra öffnen und harmonisieren. Affirmationen, Bedeutung und mehr. Das Halschakra, bekannt als Vishuddha auf Sanskrit, bedeutet besonders rein. Dieses Chakra ist die Verkörperung des Selbstausdruck und Kommunikation. Es liegt im Bereich des Halses und ist das fünfte Chakra in unserem System. Vishuddha ist ein wichtiges Verbindungsglied zwischen den unteren vier Chakren, den körperlichen Aspekten, und den oberen zwei Chakren, den spirituellen Aspekten. Es ist das Zentrum der Selbstäußerung, des Sprechens, der Wahrheit und der Kommunikation in allen Formen. Ein ausgeglichenes Halschakra erlaubt uns, unsere Wahrheit frei zu sprechen und zu leben, unsere innere Welt auszudrücken und uns selbst zu artikulieren. Dieses Chakra ist auch stark mit dem Hören und Zuhören verbunden und lehrt uns, wirklich zuzuhören und die Worte und das Schweigen anderer zu respektieren. Ein harmonisiertes Halschakra ermöglicht auch den freien Fluss von Kreativität und Inspiration und fördert die Selbstfindung durch Ausdruck. Das Halschakra und seine Bedeutung. Vishuddha, das energetische Zentrum der Kommunikation und des Ausdrucks, ist entscheidend für unser Wohlbefinden und unsere Beziehungen zu anderen. Es ermöglicht uns, unsere Gedanken, Ideen und Gefühle auf konstruktive und klare Weise auszudrücken. Dieses Chakra regiert auch unseren Ausdruck durch verschiedene künstlerische und kreative Aktivitäten, einschließlich Schreiben, Malen, Singen und Tanzen. Dieses Chakra lehrt uns, ehrlich und authentisch zu sein, zu unserer Wahrheit zu stehen und unsere Ideen und Überzeugungen auf positive und effektive Weise zu kommunizieren. Es hilft uns, zuzuhören und die Ansichten und Erfahrungen anderer zu verstehen und zu respektieren. Auf körperlicher Ebene ist das Halschakra mit dem Hals, der Schilddrüse, dem Kehlkopf, den Stimmbändern und den oberen Lungen verbunden. Ein Ungleichgewicht in diesem Chakra kann zu Halsbeschwerden, Hormonstörungen oder Atemproblemen führen. Auf emotionaler Ebene beeinflusst das Halschakra unsere Fähigkeit, unsere Gefühle und Gedanken zu artikulieren. Ein offenes und harmonisiertes Halschakra, klare und fließende Kommunikation, Selbstvertrauen und Kreativität. Aber wenn es blockiert oder unausgeglichen ist, können wir Schwierigkeiten haben, uns auszudrücken, oder wir können Angst vor Kritik oder Ablehnung haben. Wie sieht ein offenes oder ein blockiertes Halschakra aus? Ein offenes und ausgeglichenes Halschakra zeigt sich durch eine klare und wirkungsvolle Kommunikation, ein starkes Gefühl von Authentizität und Integrität, eine leicht fließende Kreativität und die Fähigkeit, auf konstruktive Weise zuzuhören und sich auszudrücken. Physisch kann es dazu führen, dass Sie sich gesund fühlen, mit einer starken und klaren Stimme und einem gut funktionierenden Atmungssystem. Auf der anderen Seite kann ein blockiertes oder unausgeglichenes Halschakra zu Schwierigkeiten bei der Kommunikation führen. Sie könnten Schwierigkeiten haben, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken, oder sie könnten Angst haben, ihre Wahrheit zu sprechen. Es kann auch zu einem Mangel an Kreativität und Inspiration führen. Physische Symptome können Halsschmerzen, Schilddrüsenprobleme, Stimmprobleme und Atemprobleme umfassen. Wie kann ich mein Halschakra öffnen
und harmonisieren. Um das Halschakra zu öffnen und auszugleichen, gibt es verschiedene Techniken, die du anwenden kannst. Der erste Schritt zur Harmonisierung deines Halschakras besteht darin, deinen Hals als Instrument der Wahrheit zu sehen und zu nutzen. Hier spielt das Singen und Chanten eine zentrale Rolle. Nimm dir Zeit, um Töne zu erzeugen, dich frei zu äußern, ob durch Lieder, Gedichte oder Mantras. Ein besonders wirksames Mantra für das Halschakra ist Ham, das im Sanskrit als Saat-Mantra gilt. Zusätzlich kann die Meditation helfen, dein Halschakra zu öffnen. Versuche dir vorzustellen, wie ein leuchtend blauer Lotus in deinem Halsbereich erblüht, der ein helles, heilendes Licht ausstrahlt. Diese Visualisierung kann dir dabei helfen, dich auf Gefühle von Frieden, Wahrheit und Authentizität zu konzentrieren. Yoga und Atemübungen können ebenfalls wertvolle Werkzeuge sein. Yoga-Posen wie der Schulterstand, die Fischpose oder einfache Halsdrehungen können deinen Halsbereich stimulieren und die Energie in diesem Bereich erhöhen. Pranayama, die Kunst des bewussten Atmens in der Yoga-Praxis, ist auch hier wirksam. Die Ujjayi-Atmung, auch siegreicher Atem genannt, erzeugt ein sanftes Rauschen im Hals und kann das Halschakra stimulieren. Ernährung kann ebenfalls dazu beitragen, das Halschakra zu stärken. Lebensmittel, die die Farbe Blau und Lila repräsentieren, wie beispielsweise Blaubeeren, Brombeeren, Feigen und Auberginen, können dieses Chakra stimulieren. Andere halsfreundliche Lebensmittel wie Äpfel, Birnen, Zitronen, Limetten und Honig können auch dazu beitragen. Zuletzt und keineswegs unwichtig können Heilsteine, die mit dem Halschakra in Resonanz stehen, dir dabei helfen, dieses Chakra zu aktivieren und auszubalancieren. Steine wie Sodalit, Lapislazuli, Aquamarin oder blauer Chalcedon sind hierfür ideal. Trage sie als Schmuck oder lege sie auf deine Kehle während der Meditation. Denk daran, dass es bei der Arbeit mit den Chakren vor allem auf Geduld ankommt. Veränderungen treten nicht über Nacht ein, sondern entwickeln sich allmählich. Kommen wir zum Schluss noch zu Affirmationen in Verbindung mit dem Herzchakra. Unterschätze niemals die Kraft deiner eigenen Worte. Sie können zu deinem wertvollsten Werkzeug werden, wenn es darum geht, dein Halschakra zu stärken und zu öffnen. Hier sind 7 starke Affirmationen, die du verwenden kannst. Ich drücke meine Wahrheit frei und offen aus. Ich höre zu und werde gehört. Ich bin offen, klar und ehrlich in meiner Kommunikation. Meine Stimme ist wichtig. Ich spreche mit Liebe und Güte. Ich teile meine Erfahrungen und Weisheit mit anderen. Schreibe diese Sätze auf kleine Zettel und verteile sie in deinem Alltag. Vielleicht auf deinem Nachttisch oder klebe sie an deinen Computer. Du kannst sie während deiner Meditation laut aussprechen oder sie leise in deinem Kopf wiederholen. Wichtig ist, dass du sie regelmäßig wiederholst und dir ihre Bedeutung immer wieder bewusst machst. Ich danke dir nun, dass du bis jetzt zugehört hast. Wenn du mehr zu diesem Thema und anderen spirituellen Themen und Heilsteinen erfahren möchtest, abonniere doch gerne den Kanal und schaue dir gleich das nächste Video an. Bis bald, dein Kristallengel Ariel.